So, jetzt aber. Und durchatmen. Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Wo ist das Gerücht? Das ist irgendwas anderes. Flussbettwache. Der Punkt ist immer noch da. Ich krieg das nie im Leben wieder. Das waren aber immerhin zwei EPs, ne? Was denn? Das Doofe ist, man sieht hier nicht die Quest. Ah, doch, hier. So, da haben wir einmal den Außenposten oder die durchnässte Grotte. Die durchnässte Grotte ist der für die Quest. Ja gut, siehst du, mit der Waffe kannst du dich nicht einfach hier oben hinstellen, ballern, sondern oh, Lea, super. Nicht tot machen! Nicht tot machen! Doch schon zum Drittel runter. Das ging ja eigentlich gerade ganz easy. Toll. Jetzt soll ja. Na, doch nicht. Hä? Ach so. Bei denen direkt stirbst, ist halt doof, ne? Wenn sie. Du kannst dich nicht rausangeln oder irgendwie. Sie ausweichen, wenn er dich hat. Einmal probier's noch. Mensch, die Quest hier.
Idee. Hier oben! Nein, nicht die Stimms! Jetzt wissen wir, was die Prospektoren getötet hat. Warte, bis Grease davon erfährt. Und sowas mitten in der Nachbarschaft. Rancors bewohnen die dunklen Orte der Galaxis. Eieiei. Auf der Gnade derjenigen ausgeliefert, die ebenso dunkle Herzen haben. Der Rancor ist eine große, blutrünstige Bestie, der man am besten aus dem Weg geht. Ist der Kampf aber unvermeidlich, sollten Krieger sich vor dem Stampfen seiner Gliedmaßen, seinem gefräßigen Maul und seiner nahezu undurchdringlichen Haut hüten. Komm, jetzt gibt's aber hier richtig. Zertrümmern. Neuen Bonus. So, mal gucken, was wir da finden. Ich kann mich gerne. Ach doch, wir sind da vorbeigelaufen, ne? Ich muss da rum und runter, okay. Apropos rum und runter? Wir haben keine neuen Sachen gekriegt, ne? Langsam hinkt er ein bisschen hinterher. Wir dürfen nicht mehr weit weg sein. Ich sehe aber nichts, was wie eine Siedlung aussieht. Aber hier unten aber schauen. Jetzt können wir fliegen. So kommen wir da durch. Los geht's. Die Frage ist, darüber? Können wir überhaupt darüber? Lavaspalte. Lava doch nicht. Okay, da geht's runter. Tief. Oh. Also das hier ruckelt ist gerade ein bisschen doof. Aber wir haben es ja schon mal mitgekriegt. Irgendwann läuft hier der Speicher. Ach ja, der Vogel war ja hier. Ja, lass uns diesmal Abstand halten. Ach, guck mal. Jetzt können wir hier rüber. Jetzt gucken
wir mal kurz. Liegt das jetzt am Dings hier oder? Ja, brichte mal hier ein. Latenz ist auch sehr hoch diesmal. Okay. Aber die haben ein Wartungsfenster, glaube ich, heute Nacht. Also das kann natürlich genau daran liegen. Ach, du heile Kacke. Hier liegt alles in Trümmern. Für Vogel. Kopfgeldjäger. Achso. Die Axiombrut hat uns gefunden. Heute ist Zahltag. Fang mich doch. Ganz schön schnell, was? Holz einfach. Tja, so viel dazu, Kopfgeldjäger. Und tschüss. Was ist das denn? Oh, das war toll. Ich bin Cage Vander. Dieser Schlammwühler hat am Außenposten deine Spur aufgenommen. Kerl. Du hast uns wohl beobachtet. Das haben wir doch alle, Kerl. Nicht jeder Neuankömmling stellt sich vor, indem er einen von Ravis bösen Jungs den Garaus macht. Ganz nebenbei, echt stark. Ich liebe große Auftritte. Danke. Und was willst du? Na, was ich will, Kerl, ist dich zu belohnen für jeden von denen, den du erledigt hast. Du bist nicht der Einzige, der nach Kobo gekommen ist, um Frieden und Ruhe zu finden. Nimm dir den Kopfgeldjägern ab. Und ich gebe dir dafür etwas Hübsches. Er gehörte also zur Axiombrut. Es werden noch mehr unterwegs sein. Du hast es erfasst. Kannst dich echt glücklich schätzen, das ist die Person, die dass meine Augen und Ohren überall sind. In der Kneipe saß, ne? Versteckt. Komm zum Saloon. Dann helfe ich dir, den Jägern zuvorzukommen. Da hatte ich aber nicht gedacht, dass das gut ist. Ich überleg's mir. Alle haben ein Jetpack, nur ich nicht. Ja, genau. Genau. Kaitsch, Kopfgelder freigeschaltet. Okay, können jetzt über den Reisebildschirm verfolgt werden. Aha. Legendäre Kopfgeldjäger. Was holt das Spiel hier noch alles raus, Mann? Sieh dir das an. Komm schon, Kumpel. Wir müssen immer noch Dagens Zuflucht finden. Dir war also nicht danach, mir da gerade zu helfen? Ohne Bezahlung? Ich glaube nicht. Führe den Planeten und alles, was mit ihm verbunden ist, und dann greife nach ihm. Ich denke, ich... Da! Ich hab's gespürt! Genau so. Sehr gut, Padawan. Ach! Thank you.
brauchen Stim. Mit dem Puffreis. Los geht's, BD. Also weiter. Wir können aber auch schnell die Fähigkeiten hier setzen. Zwei Stück haben wir. Schlangenbiss. Warte mal, hier haben wir jetzt einen Blaster. Fliegender Ausfall. Halte um die Distanz zu nehmen und dann. Okay. Da gibt es noch eine Lichtschwerttechnik, die jetzt dazu kommt. Ist ja krass. Blaster Abklingzeit. Der ist mir fast egal, muss ich sagen. Okay. Gehen wir. Wir sind nicht die Einzigen, die hier etwas suchen. Denkst du, es ist Dagon? Ein Koppler. Ist auch die Energiequelle nicht weit. Muss ich das jetzt ausrichten? Hä? Ach. Aber wo ist der richtige Punkt? Bist. Habe ich's oder? Ja, den Schatz habe ich gefunden. Okay. Ist aber fies. Oh, die sind wieder da. Thank you.
Was ist das hier oben? Warum funktioniert dieser Schrott nicht? Vielleicht sollte ich das blöde Ding einfach zerlegen. Kann ich das hier zum Explodieren bringen hier hinten? Okay, weiß ich erstmal noch nicht. Das muss die Stelle sein, von der Cordova gesprochen hat. Ich muss meinen Geist freimachen. So, dann guck mal kurz noch mal hier rüber, wo es dahin geht. Vielleicht ist er hier. Scheinbar kann man von den unterschiedlichen Stellen... Willst du scannen oder was? Thermale Schlote. Mit Kobo-Materie bedeckt. Ob man sie irgendwie entfernen kann? Guck an, da kommen wir darüber. Netter Fund. Bringen wir sie zu See. Mist. Komm, das muss gehen. Hier müssen wir eine Kugel einsetzen, die wir bis hierher bringen müssen. Shit. Der hat mich gegriffen hier. Hallo. Der ist weg.
Kumpels, Hilfe! Langsam reicht's aber. Hey, Kumpel! Er wird doch ein bisschen ruckelig gerade. Jetzt müsste ich sowieso das Spiel neu starten. Aber es ist ja sowieso Richtung Feierabend. Noch ist nämlich kein Patch gekommen. Also eigentlich dachte ich, dass man langsam so in der Kopf. Weiter geht's. Aber. Dann unbeabsichtigt. Aber eigentlich hier drin schon. Bin dem Feind ausgewichen. Ist das Centauri Kree? Werdet ihr lernen, Kobo-Materie zu beherrschen, um euch so auf den Weg durch den Abyss vorzubereiten. Aber im Erfolg werdet ihr auch eine noch stärkere Verbindung zur Macht finden. Ich verstehe, Meister. Darf ich jetzt gehen? Musst du irgendwo hin? Na gut, aber... Komm danach wieder. Danke. Natürlich. Lasst euch von eurer Verbindung zur Macht zu unserem gemeinsamen Ziel führen. Tanelor. Centauri Kree hat Jedi auf die Reise durch den Abyss vorbereitet. Ja, toll. Ah, ich sehe schon. Wir müssen irgendwie das Ding da kaputt machen. Hätten wir das Ding, aber wie geht das hier kaputt?
Wir können das da in der Mitte ja nicht kaputt schießen. Aufwind, kommen wir rüber? Wahrscheinlich kommen wir an anderer Stelle, nämlich dann da lang. Soll ich die Kugel hier kriegen? Die kriege ich mit Sicherheit nicht. Das heißt, hier gibt es nochmal eine andere. Die die Republik erreicht, warten neue Gelegenheiten, um zu teilen und zu lernen. Und wir können noch vieles von diesem Planeten lernen. Was habt ihr rausgefunden, Centauri? Mich, welche Geheimnisse dieser Ort verbirgt. Zu viele. Kobo-Materie. Überwuchert. Upgrade? Okay, probieren wir es aus. Kobo-Zerkleiderer, die kann jetzt Kobo-Materie auf Oberflächen sprühen. Sprühe Kobo-Materie auf Strahlen aus dem Kobo, um Hindernisse zu verbrennen, die Kells Weg blockieren. Okay. Wir glauben, dass die Kobo-Materie aus den Tiefen des Abyss stammt. Diese seltsame Substanz ist mysteriös. Aber wir können sie durchaus studieren und manipulieren.
Wie auch bei allem anderen. Sobald wir es verstehen, können wir es benutzen und kontrollieren. Sie haben die Kobo-Materie und den Abyss studiert. Hat Dagon es so bis nach Tenalor geschafft? Wo soll ich sie jetzt hin versprühen? Ach so. Ah, I see. Netter Trick, Kumpel. Sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Ich sag ja, da kommen immer wieder neue Sachen hier. So, das heißt, jetzt können wir das Ding hier übernehmen, können es da platzieren. Jetzt haben wir den Strahl. Und dank BD werden unermesslichen Vorrat von dem Zeug hat. Zusammen können die Republik und der Orden der Jedi die Geheimnisse dieser Galaxis entziffern und sie für das große Ganze nutzen. Die Macht weist uns den Weg. Klingt nach dem Orden, an den ich mich erinnere. Alles, was Kree hier gebaut hat, wurde durch eine Katastrophe zerstört, die sie nicht vorhersehen konnte. Manchmal scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Ich kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Gib dich unendlich. Ich habe gehört, wie Meisterin Kree von ihren Träumen für den Abyss erzählt hat. Es ist unschicklich, zu tratschen und zu lauschen. Genau. Ja, Meister. Verzeiht. Macht erhöht. Können wir vielleicht jetzt... Das ist jetzt bloß ein Halter, damit wir den transportieren können. Weil wir den wahrscheinlich nach oben transportieren müssen. Raus. Noch einer freigemacht. Wir müssen jetzt auf dem Aufwind zur anderen Seite gelangen können. Und wir müssten wahrscheinlich durch den auf diese hohe Plattform kommen. Was ist denn? Wer Fragen stellt, findet Antworten. Crucius. Jawohl, ja.
Na toll. Gehen wir. Da. Doch ein bisschen zu doll gewesen. Stimm her, Kumpel. Komm schon. Es kann doch nicht wahr sein. Mach dein Ding, Kumpel. Harmonieschalter. Na, immerhin. Oh. Wow, knapp. Okay, gut. Dann haben wir hier einen sehr guten Ausgangspunkt fürs nächste Mal. Genau. Ach, hier können wir schnell ausruhen und so weiter. Ah, okay. Wir können... Machen wir aber nicht. Nö, genau. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann vielleicht mit einem neuen Patch. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zusehen. Schlaf gut. Träum was Schönes, ne? Und stabil in der Woche, ne? Morgen ist Mittwoch. Ey, Mittwoch schon. Man ist fast um. Und ja, bis morgen Abend. Mal gucken, was wir spielen. Würde mich freuen. Euer Firefox.